Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit eurem Gabro Asaro und dem lieben Nox. Taschen! Hallo! Hallo Gabro! Hallo! Mein Gott, bin ich froh, dass wir das inzwischen hier einigermaßen hinkriegen mit dem ganzen Aufnehmen. Ja, das Gott ist ja sei fantastisch! Dank. Wir sind jetzt sind wir voll im Flow. Ja, das geht wäre natürlich anders. Cool, wenn wir das auch noch ein, zwei Tage hinkriegen würden, weil dann schaffen oder wir das. Oder drei oder vier, ich habe das Gefühl, das dauert noch ein bisschen. Oder drei aber oder vier, ja klar, du hast ja absolut recht. Und dein Part ist es natürlich heute, wie auch sonst, und zwar nämlich die Zusammenfassung der letzten Folge. Ich bin sehr gespannt, warte. Mal gucken, das müsste doch eigentlich gehen. So, ich lausche dir. Ich lausche dir, Großvater. Hast du mich jetzt erstmal wieder auf stumm geschaltet? Ja? Nein. Also, super. Ich höre den so, Schuh, mein Papa. Kleiner. Also, als wir das letzte Mal da waren, waren wir auf der Sandtramplantage. Dort haben sich so ein paar böse Katzenmenschen, die eigentlich nur Sklaven waren, böse gedacht, Katzenmenschen, wie hatte die? Die haben sich gedacht, sie müssen aufmucken. Dabei haben die nur aus reinem Selbstschutz von dem einen die Frau halb tot geprügelt. Nein, ich glaube sogar ganz tot. Aber das spielt ja auch gar keine Rolle zur Sache. Ja, totprügeln. Die Stelle mag ich am liebsten. Ja, das ist auch meine Lieblingsstelle an der Geschichte. Nee, daraufhin hat sich dieser eine Dreckige gedacht, boah, so geht das nicht, da beschwöre ich mein Monster, dass ich alle umbringt. Naja, dann sind wir gekommen, haben das böse Monster erwischt und haben mehr oder weniger die überlebt haben, von der Rebellion, befreit. Schöne ja. Geschichte. Yeah. Ja. Super. Das ist total super schön. Das freut mich. Oh, das war mal eine schöne Geschichte. Oh, danke. Okay, ja. Gut. Vielen Dank auch, dass ich auch wieder weiß, was los ist. Genau. Und wir waren ja, glaube ich, schon in der letzten Folge in der Höhle der Erinnerungen. Genau. Und wir haben da auch wieder aufs Maul gekriegt. Genau, da haben wir voll eins auf die Fresse bekommen. Und einmal ganz kurz zum Zeigen. Und zwar nämlich, wir haben uns ein wenig letztes Mal in der Stadt ausgetobt. Ich habe inzwischen sogar 45 Plätze wieder frei in meinem Inventar. Und, oh mein Gott. Ja, und wir haben sogar, also ich habe zumindest 12-mal einen leeren Seelenstein. Den muss ich noch irgendwie füllen. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie gebacken. Ah, das kriegen wir hin. Das und, kriegen wir auf jeden Fall dann, hin. Wenn wir dann irgendwann dann genügend Steine wieder zur Verfügung haben, werden wir das dann sogar auch mal probieren mit, womit denn gleich nochmal? Genau, mit dieser Höhle der Erinnerungen. Und genau. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich gucke mal ganz kurz. Jo, tatsächlich. Ich habe jetzt direkt einen Seelenstein schon komplett aufgefüllt mit meinem Seelenmagie-Zauber. Das ist ja echt das praktisch. Ganz cool. Vor allem, das ja, geht ja richtig fix, also dann. Das passiert auf Passiv, ja? Oder musst du da irgendwas von machen? Nee, das ist tatsächlich ein spezieller Zauber. Ah, okay. Aber ich sehe jetzt schon wieder, der nächste Seelenstein, der ist voll. So, soll er mich ein bisschen angreifen, das ist mir recht egal. Vielleicht kriege ich ja dann trotzdem wieder hier ein bisschen vom Seelenstein. Nicht, dass ich gleich hier direkt noch einen Seelenstein verwenden muss, weil ich mich hier einfach platt machen lasse. Oh. Was war das denn? Ah, jetzt heile ich mich ja sowieso selber. Ist egal. Ich habe eine schöne neue Haube bekommen. Genau dieselbe, nur mit besseren Attributen. Also ist das fair, ne? Okay, dann, doch gleich mal. Dann rüste das mal direkt aus. Ich hab mal eben noch mal ganz kurz ein bisschen Spaß. Mhm. Oh. Na, kann ich nicht, weil ich im Kampf bin. Oh, das tut mir oder leid. Du. Ja, ja. Schnell aus diesem komischen Radius raus. Ich weiß auch nicht, ob dieser Seelenstein dann aufgefüllt wird, wenn. Ah, gut, jetzt habe ich den. Ich glaube nämlich, der Seelenstein wird erst aufgefüllt, wenn ich jemanden damit töte, glaube ich, oder? Das könnte sein, ja. Aber guck mal, jetzt habe ich direkt schon 4 Seelensteine. Das ist schon richtig geil. Ja, das ist schon richtig fett, das stimmt. Hier, warte mal ganz kurz, bevor wir dann weiterlaufen. Einfach nur, dass ich es nicht vergesse. Ich gebe es dir direkt, Chobal. Oh, okay. Und, also zumindest, was weiß ich, kann ich, wo ist das denn gleich nochmal? Kann ich denn, ich will ja nicht alle geben. Was möchtest du mir denn geben? Ein paar, ach weißt du was, hier komm, ich gebe dir einfach alle Seelensteine. Ich habe ja noch ein paar leere Seelensteine, alles cool. Okay, 5 hätte ich auch noch gehabt jetzt, aber okay.
Und ja, dann haben wir es ungefähr aufgeteilt, glaube ich, ne? Jetzt haben wir aber nicht. Jetzt ist Handel abgebrochen. Oh, Entschuldigung. Das ist, ja, das mein ist Fehler. Kurz. Ja, weil ich wollte noch einmal kurz geguckt haben, weil hier ist eine schwere Rüstung. Kannst du dir mal angucken, ob du die haben willst. Wenn nicht, dann eben nicht. So. Ach ja, ja, die nehme ich. Die genau, nehme so, jetzt habe ich dir das Angebot unterbreitet. So. Ja. Hattest ich muss langsam auch. Ja, langsam okay. aufpassen, denn die ganzen Sachen, die ich jetzt kriege, die sind von der Rüstung immer besser. Ja, okay. Die haben nur in der Regel maximales Leben plus. Und ja. ich habe immer weniger maximale Ausdauer. Da muss ich ein bisschen drauf achten, weil sonst hebe ich gleich einmal mein Schwert und dann ist Ende. Ah, okay. Dann liege ich in der Ecke und schnaufe. Aber. Okay, das wäre natürlich wirklich doof. Naja, vielleicht kannst du mir auch irgendwann mal so ein paar schöne Glyphen der Ausdauer machen. Dann. Grundsätzlich bin ich immer dafür. Wie schon gesagt, wir haben in der letztes Mal, als wir ein bisschen off waren, haben wir, ich glaube, fast über eine Stunde haben wir tatsächlich irgendwie in der Stadt verbracht, um Sachen zu verkaufen und vielleicht nochmal irgendwie irgendwelche Zauberdinger zusammenzubasteln. Und es hat einfach, wie schon gesagt, unheimlich lange gedauert. Kann ich ihn jetzt so töten? Nein. Doch, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist ein Seelenstein wieder voll. Egal, drauf geschissen, wie es funktioniert. Hauptsache die Dinger, die fülle ich. Fülle und vor allem, die sind halt im Vergleich. Guck mal, die leeren Seelensteine kosten 50. Und die vollen haben, glaube ich, 500 oder so gekostet. Kann das sein? Ja, genau. Das lohnt sich da dann schon auf jeden Fall. Ja klar, ganz ehrlich, da kann man ein kleines bisschen durch die Gegend hier laufen und dann ist das Ganze... Oh, was ist das denn? Die Schweine, sie haben eine Netschko getötet. Ihr Schweine! Ihr dreckigen Schweine! Oh. Wieso tut ihr das? So. Das Gute ist, wenn der jetzt da so schön gefangen ist, oh, dann ist er da nicht ewig. Ah, so, warte, nicht töten, nicht töten. Ich versuche irgendwie mit meinem Seelenzauber da was. Vielleicht. Komm schon. So? Mein Gott. Der ist doch schon. Also Felix ist er die ganze Zeit. So. Ist egal, das Ding ist jetzt gefüllt. Alles gut. Na dann. So, machen wir erstmal hier wieder einen etwas fettere Zauber. Damit das hier auch mit diesem komischen Seelendingsbums schneller funktioniert. Obwohl, ich glaube, das war zu viel des Guten. Nee, Seelenstein schon wieder zwei gefüllt. Nee, ich glaube, wenn du fängst die einmal und wenn sie dann sterben, dann füllt sich die automatisch. Ah, ja, kann sein. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie sowas, dass wenn die halt quasi markiert worden sind und dann sterben. Ja, das kann auch sein. Vor allem, ich habe jetzt schon wieder 7 volle Seelensteine. Das ist ja voll geil. Ja. So. Wir wollen doch eine Wasserhyazinthe. Ich habe die auch irgendwo. Wir sind dann auch nochmal... Och, zur Bank gefahren und haben da alles eingelagert. Also wir waren echt viel unterwegs. Ja. Ich würde nur so gerne mal ein neues Rezept finden, dass ich mal neue Getränke machen kann. Ja, oder es mal zu Zutaten, damit du irgendwas machen kannst. Ja, oder irgendwie sowas. Oh, da fällt mir was ein. Wir hatten uns doch mal überlegt, dass wir vielleicht auch mal was essen, wenn wir loslegen. Von den Sachen, die so eine halbe Stunde andauern. Ach ja, stimmt. Das ist jetzt vielleicht ein etwas schlechter Zeitpunkt. Aber ja, stimmt. Und zwar hatten wir halt darüber gesprochen, ich habe inzwischen irgendwo Heiltränke gefunden oder irgendwelche Ausdauerdinger, wie auch immer. Und genau, die Dinger halten halt etwa für eine halbe Stunde. Hast du, du hast also schon was gefuttert? Ja, ich habe gerade einen herrlichen Krug Siraya-Wein getrunken, ja, komm, für eine halbe Stunde meine Lebensgeneration, Regeneration erhöht. Ausdauerregeneration habe ich. Ausdauer, aber Ausdauer brauche ich nicht. Ausdauer. Oh, den würde ich nehmen. Übelst versiegelte Uhren. Lebensregeneration. Das klingt doch vernünftig für mich. 35 Minuten lang. Herrlich. So. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie das so mit der Lebensregeneration funktioniert. Ja, das ist jetzt quasi aktiv, ne? Du regenerierst jetzt dein Leben wesentlich schneller als vorher. Naja, also da stand irgendwas, glaube ich, von wegen 35 Minuten, 600, irgendwie guck mal, hier Sekunden. Hinten. Ja, was? Ja, genau.
Hier hinten ist ein Wegschrein. Da kommen wir mal hin. Ah, die feste Virak haben wir inzwischen endlich mal entdeckt. Endlich. Endlich. Ach, du wolltest eigentlich gar nicht hinreißen. Na, ist egal. Egal. Oh, das war... Ihr benötigt einen geeigneten Seelenstein. Oh, meine Seelensteine sind schon alle voll. Verdammt, das Ding muss hier oben sein. Das ist doch doof. Was denn? Ach, der Wegschrein. Der Wegschrein. Ich gehe einfach mal von der anderen Seite mal gucken. Vor allem hier sind ja dann auch direkt wieder die ganzen... Oh Gott, das sieht hier auch nicht sehr praktisch aus. Obwohl, ich laufe jetzt hier einfach mal kurz lang. Du läufst hier auf deiner anderen Seite entlang, ne? Ja, ich laufe dir gerade hinterher, aber ist egal. Okay. Ja, das sieht hier gut aus. Das sieht hier sehr, 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 sehr gut aus. Dann haben wir zumindest schon mal den Wegschrein wieder. Ja, ja, ich renne hinterher. So, da hinten ist er doch. Dann haben wir da auch schon mal wieder einen Check. Sehr, sehr gut. Yeah, sehr, sehr gut. Der Wegschrein der Feste Virak. Ich gucke mal gerade kurz auf der Karte. Ja. Ah, okay, da ist sprecht der Dolmen von Zabat. Guck mal, wir haben einen Dolmen. Das sind die Dinger, wo die Anker runterkommen. Ah, das war Falls du dich erinnerst, da haben wir einmal schon mal einen gefunden. Boah, ja, das ist schon... Ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. Wie weit ist der denn entfernt? Ist ja der ist da vorne. Der ist hier vorne gleich. Müssen wir nur warten, bis mal wieder ein Anker runterkommt. Ach, da hinten. Ja, dann... Ja, wenn wir doch eh schon hier sind. Ja, ja. Dann können wir das auch direkt machen. Ja. Vor allem, das gibt ja dann auch wieder Erfahrungspunkte und so ein Quatsch. Und eine kleine Schatztruhe und sowas, ja, ja. Ja, stimmt, da hinten, da gibt's dann wieder Remi-Demi. Beim letzten Mal ging das ja gar nicht. Das ging ja sogar relativ gut, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, ja. War halt eben gerade Party, jetzt muss er erstmal wieder ein bisschen warten. Ja, ja, ist ja gut, ich hab ja hier noch weitere Party. Genau, in der Zeit nämlich, ich habe auch mal meine Waffe hier wieder ein kleines bisschen, die Verzauberung irgendwie aufgefüllt mit einem Seelenstein. Mhm. Und das Gute ist ja wirklich jetzt, wenn, ganz ehrlich, wenn der Seelenstein so billig, ja, zu haben ist. Oh, ich bin Stufe 16. Nice. Oh, cool. Ja, weil ich jetzt hier den Ort gefunden habe, weil das Praktische ist nämlich... Solange hier nichts passiert, kann ich ja mal ganz kurz gucken. Und zwar hattest du mir doch einen einen Froststab gegeben. Genau, genau, der Stufe 16 war, ne? Genau, und den habe ich mir nämlich jetzt in die zweite Hand reingesetzt. Ich wollte auch, das hatte noch irgendeinen Grund, warum ich das gemacht hatte. Ich wollte mir das Ding auf jeden Fall reinpacken, stimmt, wegen irgendwelchen Zaubern, glaube ich. Ja. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, hier sind mal... Oh, guck mal. Ja, ja, warte, warte, warte. Die beschwören jetzt den Anker. Achso, ich wollte sie gerade schon angreifen. Aber ist okay. Dann warte ich. Dann trinke ich noch was. Ruft das Blutopfer. Lasst Kalthafen Nirn in seinem eigenen Bild neu erschaffen. Ja, wenn du jetzt gen Himmel guckst, dann... Der Unterwerfung und der Gewalt. Wir opfern diese Unschuld ich gucke. In eurem Namen. Ja, ja, ne, sobald sie den geopfert haben, dann kommt der Anker runter. Rufen wir euren Anker, auf dass sich unsere Welten vereinen. Bindet diese Welt mit euren Ketten. Zieht sie immer näher an euer... Ah, siehst du, jetzt kommt er. Ja, geil. Weil ich hab das ja letztes Mal, da sind wir ja irgendwie nur in so einem Anker quasi reingesprungen, sozusagen. Ja. So, let's party. Let's party. Klanban. Reine Vorsichtsmaßnahmen hier. Aber das Gute ist ja, jetzt haben wir ja ein paar Seelensteine zur Verfügung. Da bin ich dann schon wieder etwas optimistischer. Und das Gute ist, dass wir sogar ja unsere Tränke jetzt genommen haben. Ja. Das könnte sich als nützlich erwiesen haben, aber wir schauen mal. So ungefähr, ja. Oh oh. Ach, was für ein Dicky. Na, Dicky, lass mich in Ruhe. Ich hab hier meine eigene Dicke, ich kann dir gerade nicht helfen. Ist ja nicht schlimm, alles cool. So, mal gucken, ob der was davon hält, sich gefangen zu nehmen. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Sehr gut. Wie war das hier? Ich weiß nur nicht mehr, was das genau hier mit diesen komischen Zauberdingern am Rand
zu tun hatte. Die kommen da gleich raus. Das sind quasi die Schlüsselsteine, die wir aktivieren können, damit wir den Anker wieder loswerden. Ja, das war irgendwie dann die nächste Phase oder so, ne? Ja. Okay, alles cool. Ich hab jetzt zwar nicht genau wirklich drauf geachtet wegen der Energie, weil ich bin gerade sehr stark beschäftigt. Aber wenn sich Leute das hier im Let's Play anschauen, können sie gerne mal erzählen, ob das mit der Energie so funktioniert, wie es funktionieren soll. Weil ich habe da gerade so, weiß ich nicht, gerade nicht die Muße genau drauf zu achten. Hilfe! Ja. Ach, guck mal, hier ist schon ein so Ding rausgekommen, den kann man schon mal zerstören, das mache ich mal eben. Ein Ankerschluss, sobald du die siehst, machst du platt. Okay, ja, natürlich doch, selbstverständlich. Ich gebe mein Bestes. Genau, hier vorne ist einer. Okay, irgendjemand hat schon irgendwas platt gemacht. Ja. So, ja, alles bis jetzt ganz cool. Ja. Untergebt euch der Macht von Molagbar. Das soll's jetzt. Nein, das war's doch noch nicht. Nein, jetzt geht's erst richtig los. Nach. Warte mal, da haben wir doch was im Petto. Ja, wenn der natürlich auch da hingegangen wäre, wäre es noch viel geiler gewesen. Oh, der jagt mich direkt. Verpiss dich! Oh, der ist schon tot? Warum ist der denn schon tot? Weil alle draufgeprügelt haben, viel bescheuert. Was für ein Loser. Haben wir den Dorn platt gemacht, würde ich sagen. Aha. Ich weiß nicht, kriegen wir eigentlich jeder eine Truhe? Ja. Ah, okay. Weil ich habe jetzt einfach mal kackendreist alles da mitgenommen. Ja, ich auch. Also wir haben jeder einen eigenen Loot. Ah, geil. Da muss ich jetzt mal direkt mal kurz schauen. Weil bei allen möglichen Sachen erstmal über Rang 2, Rang 1. Sehr, sehr schön. Ja, weil das Gute ist nämlich, ich habe quasi genau den... Ich bin jetzt schon wieder fast Level 17. Ja, witzig. Aber das ist aber echt praktisch, weil ich habe nämlich jetzt quasi genau den gleichen Stab bekommen, den ich von dir bekommen habe. Eichenflammenstab des... Vor allem Eichenflammenstab des Frosts, weiße. Mhm. Oh hier, ich habe einen Ring bekommen, der die maximale Magicka um 800 erhöht. Plus 113 Magicka-Regeneration. Wie viel? 113 Magicka-Regeneration und? Und nochmal 800 extra drauf. Das klingt sehr vernünftig. Und dann habe ich noch eine schwache Glyphe der Zauberkostenminderung. Die Magicka-Kosten von Zaubern um 154. Gib einfach. Ich guck's mir dann mal an. So, was haben wir da? Ja. 1650. Ich muss gerade mal ganz kurz hier rechnen. Das ist zwar Schröterpanzer, nützt mir aber nicht, weil erhöht den Effekt von Waffenverzauberungen. Und eine schöne neue Streitaxt habe ich gekriegt. Ja, Ring des Schröters habe ich noch bekommen. Sammelst du eigentlich hier Schröterdingend? Ja, gerne. Gerne, wenn... Okay, dann habe ich noch ganz viel Serum, Schlag mich tot bekommen. Okay, dann wollen wir doch einmal ganz kurz hier handeln. Damit wir das hier nicht vergessen. Ja. Damit wir das nicht vergessen. Wo war das denn gleich nochmal? Genau, das ist das einmal. Muss mal eben ganz kurz gucken, ob ich noch was hatte. Stimmt, hier die Ausdauer-Ding, ganz ehrlich, ich roll nicht so viel durch die Gegend. Das kannst du gerne alles haben. Ja. Dann benutzt du ja auch noch Gift, soweit ich weiß. Ja, immer gerne. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Fleischling, das ist alles moi. Seelensteine hast du ja auch. Ja, genau, das sieht ganz vernünftig alles aus. Sehr schön. Okay. Vielen Dank. Ja, passt doch. Ja, perfekt. Dann haben wir doch jetzt hier wieder den nächsten. Aber jetzt mal ernsthaft, wieso? Wie viel XP hast du denn bei der Stufe? Kannst du ich habe 9.963 von den 15.000. Ja gut, 65%. Gut, dann passt das ungefähr. Das sind wieder diese 4.000, die du knapp immer im Vorwärtsgang leider bist. Ja. So,
Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Verringert die Ausdauerkosten von Fähigkeiten. Nee, das ist... Das passt. Vor allem, ich habe jetzt 6 von 5 Gegenstände vom Set Sonnenseide. Das ist doch sehr nett. Verringert die Magie-Schmuckglyphe. Kann ich das denn? Lebensregeneration? Noch ein Ring? Achso, das war der Ring, den... ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich guck mir das dann noch in Ruhe an. So, wir wollten doch eigentlich hier zu Sprecht mit Feldwebel Gnoring, oder? Ja, genau. Oh, so, schöne neue Axt. Auf der Karte schauen. Genau, das passt auch ganz gut. Hoppala. Ja, da rennen wir jetzt quasi hin. Genau. So. Dann erzähl doch mal was, weil dann können wir mal weniger erzählen. Halt! Was wollt ihr? Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, mein Freund, wir befinden uns inmitten einer Belagerung. Ich wurde geschickt, um euch zu helfen, Feldwebel. Bei Shaws Knochen. Es ist gut, noch einen fähigen Kämpfer zu sehen. General Serin hat sich in die Feste Virak hineingegraben wie eine Zecke in den Hals eines Bluthunds. Und es fällt uns verflucht schwer, ihn wieder loszuwerden. Alles klar, Quest abschließen. Das Bündnis hat die Feste Virak eingenommen und die Mauern verstärkt. Kräftige Verstärkungstruppen der Nord warten auf uns in Rift, aber diese Feste hält sie auf. Unsere Katapulte können die Mauern nicht durchschlagen und bis jetzt haben sie jede Attacke abgewehrt. Und wie kann ich helfen? Garin Endoril führt den Sturm an. Ihr findet ihn im Kommandozelt westlich von hier. Es heißt, wir hätten General Serin in die Ecke getrieben. Möge Kühne euch führen. Spaltet ein paar Bündnisschädel für mich. Ich mache mich auf zum Kommandozelt. Garin Induril sagt mir auch irgendetwas. Mit dem haben wir doch auch schon mal gequatscht. Ja. Ne? Genau, das war der Typ, mit dem wir hier diesen einen Dämon im Vulkan wieder verbannt haben. Ah, okay, den Ballred. Genau. Ja, genau, den Ballred. Alles klärchen. So, dann sind wir jetzt ja hier quasi in der... Ja gut, wir sind noch nicht direkt in der Feste Virak, so. Ja. Ja, dann könnten wir doch jetzt eigentlich direkt in die Feste Virak gehen, wa? Ja, kann man machen. Ja, hier, sprecht mit Garin Induril. Ja, genau. Der dürfte ja nicht so weit entfernt sein, oder? Genau. Wahrscheinlich hier einfach nur höher. So. Wenn das Ach, hier ist, wird überall gekämpft. Ja. Hier, die gehen hier gerade... Aber ich glaube, dass die sind nicht gegen uns oder so. Hoppala. Ja, die rot sind schon. Ja, also ich habe jetzt gegen gar keinen gekämpft. Kein Wunder, wenn du jetzt gegen alle anderen immer kämpfst, dann kriegst du natürlich ein Pünktchen. Ja, ist ja gut, ich komme schon. So, hier ist auf jeden Fall Garin Induril. Genau. Bei den dreien. Freut mich, euch wiederzusehen, mein Freund. Was ist hier los? Meine Spione erzählen mir, dass General Serin die meisten seiner Streitkräfte zu Vivex von Faren entsendet hat. Er sollte nicht die Stärke haben, die Feste Virak zu halten, aber er widersteht unseren Attacken. Ich denke, ich weiß, wie er das macht. Ich hoffe nur, dass ich mich irre. Wie kann ich helfen, Garin? Nur euch traue ich das zu. Geht an die Front. Es mag grausig klingen, aber ihr müsst die Leichen der gefallenen Truppen des Bündnisses für mich untersuchen. Haltet Ausschau nach etwas, nun ja, Ungewöhnlichem. Und seid diskret. Ich will die Truppe nicht in Panik versetzen. Alles klar, lebt wohl. Aber vor allem haltet Ausschau nach etwas. Nach was denn? Ja, nach etwas Ungewöhnlichem, Mann. Ja, keine Ahnung. Wenn da irgendwie so ein Super Mario durch die Gegend läuft, ist das jetzt ungewöhnlich hier in dieser Welt oder nicht? Ich würde mal sagen, das ist total ungewöhnlich. Ja, wer weiß, wir haben doch jetzt hier auch irgendwie Karneval. Wir flattern jetzt einfach mal ein paar Leichen und dann. Ja. Wahrscheinlich stehen die dann auch wieder auf oder so, denke ich mir mal. Das hatten wir doch schon mal. So. Das waren doch diese komischen Geist-Dinger. Ja. Ja, okay, aber wir wollen ja hier die Leiche. Erstmal nehme ich die Runen. Nee, das sind die Runen. Ich musste erstmal Taderi und Ode an mich nehmen. Da ist er. Da ist sie. Was? Was war das denn für ein Angriff? Ein verfaultes Auge. Guck mal, das sind Zombies.
Ja, wir haben ja auch gerade. Der eine hat mich gerade angekotzt. Ja, wir haben ja auch gerade schon gegen Zombies gekämpft. Mhm. Bei den Dolmen. Ja. Wo ist eigentlich mein Klanban? Da ist er. So, ich mach mal mein Schutzschild, weil irgendwie muss das ja was mal bringen. Ja. So, okay, aber was habe ich denn? Ich will das mal eben ganz kurz angucken. Das müsste doch dann unter Questgegenstände. Das verfaulte Auge, ne? Verweste schon seit Tagen und fiel aus einem toten Soldaten des Bündnisses, den ihr euch angesehen habt. So, blub. Ja. Wo ist mein Auge? Wo ist mein Auge? So, hier liegt noch einer. Was der hat? Zähne oder so? Ja, alle drei direkt drauf. Alte Verbände. Diese Verbände stammen von den tödlichen Wunden eines Bündnissoldaten. Sie sind voll verkrustetem Blut, das schon vor mehreren Tagen getrocknet ist. Habe ich es jetzt mitgenommen? Nein, ich habe es bestimmt irgendwo geschossen. Also, und wenn du dir den mal anguckst, der sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Ja, ist okay. Kennst du schlimmer, ja? Ja, kenne ich schlimmer. Ach so. So. Ich muss auch mal wirklich mal schauen, welche Zauber ich mir vielleicht. Ah! Ja. Ah, ich habe eine schwache Glyphe der Ausdauer. Das ist doch schon mal ganz schlecht. Tja, dann war wohl die letzte Aufnahmesession wohl am besten mit dem nicht. Oh nein! Oh doch! Es ist. Na gut, dann lag es schon mal nicht darin. Dann habe ich einfach letztes Mal echt Glück gehabt. Ja. Ja, ich warte einfach mal, bevor ich hier, ne? Ja, das ist sehr nett, aber ich stehe doch da bestimmt noch, oder? Warte mal. Nee, du bist offline, du stehst da auch nicht mehr. Okay, das wäre ganz cool, weil dann komme ich ja quasi sofort wieder rein. Das sieht ja hier gerade ein bisschen aus, diese Gemäuer, die ich jetzt gesehen habe. Nein, konnte leider nicht aufgebaut werden. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. Ja, okay, ich habe mich jetzt vergewissert. Ich kann noch mit Leuten reden. Mhm. Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, das Bild, was ich hier gerade von den Katakomben sehe, sieht so ein kleines bisschen aus wie die Zisterne von Game of Thrones. Ach, das wird toll wieder. Ja, keine Ahnung. Es geht bald wieder los. Nächste Woche Montag. Yes, nächste Woche Montag geht's wieder los, Game of Thrones. Da freue ich mich drauf. Vor allem, das Ding ist ja, ich glaube, jetzt kam die siebte oder achte Folge von Walking Dead. Dann machen sie ja wieder, glaube ich, auch wieder eine Pause. In der Zeit kommt dann wieder Game of Thrones. Sehr schön, sehr schön. Also so, dass als ich das letzte Mal hier war, war irgendwie schöner. Guck mal, da ist er wieder. Als ich letztes Mal hier war, war irgendwie schöneres Wetter. Ganz schön doof gelaufen. Naja, okay. So. Dann wollen wir doch mal. Okay, der andere, die Bündniswächterin, die stand da eigentlich nur die ganze Zeit doof rum und hat gewartet, bis wir angreifen. Natürlich. Vielleicht klappt das auch nicht mehr so mit dem Denken. Na, dann gucken wir doch mal, was der Bündnissoldat dabei hat. Faulige Hand. Die Hand des Soldaten ist voller fauliger Flecken, die schon seit Tagen verwesen. Ach, jetzt habe ich schon wieder auf Schließen gedrückt. So, einmal mitgenommen bitte. Garin, ich habe so eine Idee. Ja? Ich habe so eine Idee, was passiert sein könnte. Ja, wenn man den sieht, dann... Ja, ich wollte mal einmal kurz geguckt haben, weil der hat sich nämlich an dem Leichnam vergriffen und das wollte ich sehr gerne mir mal angeguckt haben. Ja. Also ich töte den Zombie und kriege dann eine Fleischfliegenlarve. Das klingt ja ganz fantastisch. Ist super, da kannst du mit angeln. Ja, mit einer... Wahrscheinlich kriegen wir auch irgendwann noch einen Kopf von so einem Zombie. Hab ich letztes Mal noch gesehen, du kannst bei Minecraft auch Köpfe farmen. Sehr ja, cool. Habe ich auch gesehen, weiß ich. Ja, ja. Creeper, Zombies, alles. Ja, die ganze Manege. So, Garin. Habt ihr etwas Verdächtiges gefunden? Nein, nichts Verdächtiges, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber die Soldaten, gegen die unsere Truppen gekämpft haben, waren verwest. Jetzt versteht ihr wohl, warum ich euch dem nachgehen ließ. Ich will meine Truppen nicht in Panik versetzen. Jeden Tag nach der Schlacht ließen wir den Gegner aus Respekt seine Toten bergen. Doch in der Nacht erhebt sie Serien einfach wieder,
damit sie sich uns am nächsten Tag erneut entgegenstellen können. Ach so, du bist schon fertig. Wie kann ich dem ein Ende setzen? Diese alte Echse schreitet in Asche, kam mit einem Plan zu mir, die Feste zu infiltrieren. Ich sagte ihr, es wäre zu riskant. Doch jetzt kämpfen wir auf verlorenem Posten. Es ist Zeit, etwas zu riskieren. Schreitet in Asche und ein Elitetrupp sind in den Ruinen unter der Feste. Sie wird euch den Rest erklären. Okay, lebt wohl, Garin Indoril. Naja. Also was ja schon eigentlich ganz cool ist, ist zumindest, auch wenn ich das nicht ganz immer einsortiert bekomme, dass man doch bekannte Namen dann doch jetzt immer wieder sieht oder hört. Ja. Ja, ja. Ne, die begleiten uns hier quasi. Ja, das ist sehr, sehr schön. Dann muss ich nicht noch mehr komische Namen mir auswendig lernen. Ja. Ja gut, dann ab in die Katakomben, würde ich mal sagen. Ne? Ab in die Katakomben, aber natürlich erst in der nächsten... Oh. Da hinten ist der Anker wieder putt. Naja. Ja. Sowas soll vorkommen. Ab und zu mal, ja. Ab und zu mal, ganz genau. So, wir machen dann für heute mal wieder ein wenig Schluss. Bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit eurem Gabrosacher und den lieben Nox. Und wir hoffen dann einfach, dass ihr übermorgen wieder mit dabei sein werdet. Und wir sagen dann bis dahin auf Wiedersehen und ciao. Und ciao.